Ihr wollt wissen, wie die Produktion für die Dinger ging? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, heute wollen wir die nächsten hinbauen und ich habe mir überlegt, nachdem ich so auf meine Liste geguckt habe, welche Sachen wir denn machen wollen. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal an die Nobelisken ran, weil davon brauchen wir 20 Stück, also 20 Apparellos. Und wir brauchen für Cluster-Nobelisken 8. Damit hätten wir wieder 28, genau wie hier. Das heißt, ich kann dieses System quasi einmal auf die andere Seite packen. Und das Praktische ist, eine von den, also die Nobelisken, die ich hier baue, brauche ich für die Cluster-Nobelisken. Und ich brauche Schwarz, also dieses Smokeless Powder, das ich sowieso auch schon hier für die Munition brauche. Das ist doch eigentlich ganz schön. Hier kommt ordentlich Munition rein, das gefällt mir. Dementsprechend können wir einfach hingehen, die Kollegen nehmen. Und jetzt hatten wir das, ich gucken. So, wir haben die, wie weit haben wir die auseinandergesetzt? 4 immer, ne? 1, 2, 3, 4. Hier kann jetzt wieder dazwischen gebaut werden. Wunderbar. Dann drehen wir den Spaß um. Sagen hier 1, 2, 3, 4. Gehen hier rüber. 1, 2, 3. Nein, na komm. 1, 2, 3. Ist der gut. Umdrehen. Nochmal. 1, 2. Komm. 3, 4. Einen haben wir noch. Genau. Danke. 1, 2, 3, 4. So. Dann haben wir den Spaß. Sind wir auch schon relativ weit darüber gekommen? Das ist doch ganz nett. Dann gehen wir hin. Ich glaube, als erstes schmeiße ich einfach mal oben die Decke drüber. Wenn ich genug dafür habe. Zack. Hätten wir gern bis dahin. Sollte also reichen, oder? Ja, reicht ziemlich gut. Und wir haben natürlich nicht genug. Okay, wir holen erstmal Beton rüber. Nee, ich ziehe mir den Beton nicht von da hinten hier hin. Das ist mir gerade zu viel. Wir fliegen einfach mal hier lang, darunter. Da dürfte auch gleich der Zug wieder losfahren. Ich würde schwören, der ist gerade drin. So. Ist er auch? Ich hab den. Der ist einfach auf Auto, oder? Ja, okay. So. Ich dachte schon, ach, es regnet wieder. Also ich war ja anfangs echt skeptisch, wie das aussieht. Hm, Regen, macht das Sinn, wird das schön. Wir setzen das um. Aber eigentlich finde ich es ganz cool. So. Damit komme ich nicht so weit. Wie? Was kann ich denn eben beiseite tun, das ich nicht brauche? Die Jodfilter brauche ich hier erstmal nicht. Munition lassen wir auch erstmal weg. AI brauchen wir nicht. Turbodraht halte ich lieber mal. Könnte man immer noch brauchen. Das kann komplett weg, weil da brauche ich definitiv nicht. .340 finde ich doof, da hätte ich gerne 500 voll, danke sehr. Ja, ist schon mal wieder ein bisschen was. So, das ist doch schon mal
Ja, also wenn wir die Dinger gleich gesetzt haben, dann können wir uns auch direkt um die ums Anschließen kümmern. Das sollte relativ zügig gehen. So, wir haben hier einen hingepackt, der ein bisschen falsch war. Und dann können wir uns den Spaß von da eben so rüberpacken. Das geht ja Gott sei Dank schnell mittlerweile. Um einen verkackt war ja klar. So, dann geht's hier runter. Und wir haben Spaß. So, drehen. Und dann 3, 4, 5, 6, 7. Ja, runter genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Vom Prinzip her. Also ich brauche 8 von den Apparellos, die mit, also die da weitermachen mit dem Schwarzpulver. Rauchfreien Pulver. Oder rauchschwachen Pulver. Das habe ich ja jetzt hier schon überall anliegen. Anliegen klingt auch wieder so schön hochgestochen. Wie hatte ich das gemacht? Das ging von da hinten rein, kam hier wieder raus. Das heißt, ich würde einfach hier die 4 nehmen. Ich ziehe die mal hier nach hinten. Damit fangen wir jetzt auch an. Das ist das Erste, was wir basteln. Wir fusionieren ein wenig. Und zwar wollen wir das gerne in diese Richtung fusionieren. So. Das sind 2. 4. 6. 8. So. Und die hier vorne. Die drehen wir um und lassen die da rauslaufen. Das gleiche machen wir dann dort. Die gehen auch nach vorne raus. 1, 2, 3. Runterfallen. 4. 5, 6. Und da hinten ist die 7. Ja. Vor die Wand gerannt. Okay, das hätten wir. Nee, ich packen wir mal weg. Okay. Glaub, ich setze jetzt als erstes nur die Kollegen hin, die auch rein. Das Thema habe ich hier aufgegeben. Das hat ja beim letzten Mal schon so super gut nicht funktioniert. Zwei. Und hier ist 4. Okay. Dann einmal hier durch. Und hier ist der zweite. So, da haben wir alle. Dann schauen wir mal. Das sieht auch richtig aus, okay. Dann darüber. Da muss noch eins gemacht werden. Hier. Ziehen wir aber von hinten nach vorne.
Okay. Den Teil haben wir schon mal. Das heißt, hier stellen wir ein, wir hätten gerne, sind sie? Nobelisten. Quatsch, da hätten wir nicht gerne Nobelisten. Da hätten wir gerne diese hier, die Splitter-Nobelisten. Einstellung, kopieren. So, anderen kriegen nämlich Nobelisten rein. Einstellung eingefügt, eingefügt, eingefügt. Und hier runtergefallen. Eingefügt. Eins, zwei, drei. Dann da noch einfügen. So. Heißt, du hast den Splitter-Nobelisten. Du hast den Splitter-Nobelisten. Sehr gut. Du hast aber noch gar nichts, ne? Genau. Du kriegst nämlich den einfachen Nobelisten. Weil den brauchen wir für den Splitter-Nobelisten. Ich sollte aufhören, das Wort Nobelist zu sagen. Da. Oh. Nee, nicht eh. Aber wollten wir. Dann nochmal hier. Einmal hier durchrennen. Dann müssen wir gleich noch Strom oben drauf packen. Aber vorher machen wir unten das für die Splitter. Das ist ein bisschen... Ja. Für die hier auch. Wir könnten ja hier erstmal nur einen Eingang machen. Aber dann muss ich die auch jedes Mal wieder neu dran packen. Dann muss ich wieder rauf und runter. Ist das doof? Wie markiere ich mir die denn jetzt am besten? Okay, also wir gehen da runter und packen da jetzt wenigstens das eine Zeug schon mal rein. Dann haben wir das hinter uns. Dann muss ich dann nochmal wieder hochgehen, den restlichen Quatsch machen und dann schauen wir weiter. So. Runter mit dir. Wir kommen hier an. So. Das heißt, wir setzen uns den Kram schön hier mittig zwischen. Vielleicht kriegen wir es auch diesmal mittig hin. Wo haben wir denn Mitte? Gucken wir mal. Da gehen wir bis an diese Linie. 1, 2, 3. Da gehen wir etwas weiter. Das heißt, 1, 2, 3 habe ich gesagt. Wir nehmen diese, ja, fast Mitte. Hier weiß ich wenigstens, dass es nur fast Mitte ist. Dann sagen wir, wir splittern hier auf. Und zwar, genau. Oh, die habe ich gesagt, kommen hinten runter. Dann machen wir das so rum. Das wird jetzt interessanter hier, weil hier müssen wir ein bisschen mehr denken. Zwei und den da oben drauf, den drehen wir von da. So, unten der ist... Ich ziehe erstmal die unteren, ne? So... Und so. Dann haben wir hier den Kollegen und den. Und wir brauchen noch Räumchen hier. Und so. Wie mache ich hier am besten? Lasse ich hier am besten den anderen Kram reinkommen, weil der kommt ja jetzt von der vorderen Seite. Also, machen wir jetzt. So. Die setzen wir einfach so ein bisschen daneben, dass die hier reinkommen und dann ist gut. Jo. Da müssen wir ein bisschen basteln, weil das schaffen wir schon. Dahin und jetzt noch einen davor. Genau so. Und damit ich weiß, wie das ist, ist einmal da. Da. Und da. Und ihr hier kommt von dort. Und ich nehme da wieder den, was habe ich gesagt? Den hinteren, genau.
Also jetzt quasi den vorderen. So. Dann gehen wir hin. Du musst weg, du musst weg, du musst weg. Und hier machen wir es so rum. Das wird hier ein bisschen wilder vom Anschließen. Das Gute ist, wir haben das schon mal so weit, dass man es ein bisschen unterscheiden kann. Da haben wir diese Lücke. Das heißt, wir ziehen jetzt. Da das Förderband drin. So, das hätten wir. Dann kommst du hier hin. Und zwar hier vorne hin. Und du kommst hier hin. Ja. Ja. Und wir müssen mindestens einmal zwischen gehen. Das heißt, wir gehen irgendwo. Was habe ich gesagt? 1, 2 umdrehen. Okay, wir haben immer so ungefähr auf den Löchern. Sollte hier reichen. Was ist das? Ich nehme. Also schön gerade dahin. Und schön gerade dahin. Und dann gerade so da rein. Und dann schön hier rüber. Das sieht gut aus. So möchte ich das haben. Und jetzt gehen wir hier hin und schnappen uns. Wir haben die alle auf die gleiche Höhe gemacht, ne? Und da. Okay. Dann ziehen wir auch direkt von da, da hoch. Und da, da hoch. Aber dann haben wir den Teil wenigstens schon mal fertig. Die können dann auch schon mal langsam da oben reingehen gleich. Also das nächste, was ich jetzt machen werde, ist oben Strom anschließen. Und die Löcher setzen. Dann können wir hier unten weiter gucken. Was ich noch vorher hätte machen sollen, und das gucken wir jetzt eben nach, wenn ich den hier wegmache, müsste ich da hochkommen, oder? Jo. Wir haben gesagt, ihr kommt hier vorne raus. Wie viele mache ich denn da nochmal? Nobelisten. +10 +60 +2,5, also da haben wir schon mal 130, 190, 200 müssten es sein, wenn ich mich nicht vertue. Ja, manche Sachen sind ein bisschen weniger, die ich da raushaue, aber so die Grundstoffe sind halt viel. Wie gesagt, für diese Sorte brauche ich 60. 60. Wie viel machst du? Du machst 10. Ey, das ist ja optimal. Diese Reihe hier, an der ich sowieso schon rumdoktore, die macht genau das, was ich brauche. Für die andere Seite. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter. Gehe ich hier runter oder gehe ich vorsichtshalber einen weiter vor? Ich gehe... Pass auf. Ich gehe ganz bewusst dahin. So. Da, aber das Zeug geht rein, genau. So, das ist jetzt das, was ich hier schon mal soweit fertig mache. Dann legen wir den
Strom oben an. Weil dann habe ich da, glaube ich, eigentlich ganz gute Chancen, das so hinzukriegen, wie ich das möchte. Vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen anders arbeiten. Ich überlege noch. Schauen wir mal. Ich glaube, ich habe noch eine Idee, wie wir da die Distanz hier überbrücken können. Weil eigentlich sind das doch 1, 2, 3. Das dürfte passen. Das schauen wir uns gleich an. Okay, das haben wir. Dann habe ich gesagt, Strom. Strom, wo kriegen wir den am besten her? Du warst hier am Ende so verbunden. Hast du noch einen Platz frei? Nein, hast du nicht. Aber der hätte noch. Also hier rüber. Und direkt hier drüber. Wir haben das gemacht. Wir haben immer hier die Mitte genommen. Ja, machen wir hier. So, du bist so weit, dass du das. Dann sind wir hier auf dieser Linie. Wisst ihr denn? Ist das mit. Das dürfte hier passen mit Mitte, Mitte. Okay. Bisschen sehr nah, ne? Gehen wir dahin. Besser. Eigentlich ist es ja auch egal. Weil. Nee, hätte nämlich nicht gepasst. Ha! Wer guckt aber auch hier drunter, ne? Muss man ja auch mal ganz klar sagen. Da. Na komm. Dieser winzig kleine Punkt, an dem ich sie kriegen kann. So, dann geht's hier weiter. Wo kommst du da hin? Hier dürfte jetzt rauchschwaches Puffer. Achso, die Seite habe ich noch nicht angeschlossen. Aber die. Ja, die läuft gerade voll. Ist okay. Ist okay. So schnell bin ich ja auch nicht mit dem anderen Zeug. Ja, war. Na komm. Dahin. Dann gehen wir noch einen weiter. Und naja, du kommst dahin. Who cares? Who cares? Ist ja sowieso ein neuer Teil der Produktion. Dann passt das. Und du kommst dahin. Dann gehen wir direkt einen weiter von da aus. Aber es geht ja auch schon hier richtig schön schief rüber. Macht nichts. Da hätten wir gerne den dran. Sagen zack. Und gehen hier rüber. Nehmen in dem Fall aber auch tatsächlich die Ecke hier. Sagen hallo. Und hallo. Und gehen dann einfach immer einen weiter. Mich dieses Vieh gerade wegen meiner ganzen schiefen Leitungen hier ausgelacht? Angelacht wäre ja noch schön. Ausgelacht hat's mich. So. Ich werde verstehen könnte, dass ich hier Waffen baue, um diesen Planeten zu unterwerfen. Ja. Den Unterschied wird es auch nicht machen, aber darum geht's ja nicht. So. Ja, na komm, und ich packe mir trotzdem dahin. Da dran. Und da dran. Aber wenn ich schon hier bin, dann mache ich jetzt das. Oh, der ist hier besonders gut. Der ist auch effektiv. Haben wir schon mal dran. Okay, jetzt geht es nur noch darum, die Löcher hier zu setzen.
Ich versuch's einfach. So, die sind fertig. So. Jetzt kommt hier noch ein bisschen was dran. Nein! Irgendwann ist immer der Moment, wo mir so ein Ding wegrutschen muss. Ne? So. Dann haben wir das hier fertig. So, damit sind wir dran. Und jetzt dürfen wir wieder drehen. Ach ja. Das nimmt ganz schön die Geschwindigkeit raus, oder? Meine ich das nur. So, den drehen wir jetzt einfach. Na, ist der jetzt vor oder zurückgesprungen? Egal. Da würde ich mir wirklich immer noch einen schönen, sicheren Indikator wünschen, weil. Also einen Indikator, den auch ich verstehe. Ach so. Immerhin. Bisschen mehr scheine ich es ja jetzt rauszuhaben, aber so richtig. Okay. Zeug ist alles da. Das heißt, hier drunter. Wie ist denn das jetzt? Da geht's hoch. Dann ist bis dahin Maschine. Der ist so halb frei und dann. Okay. Hier dieser Rand. Versuchen wir mal eben den ersten hier richtig zu setzen. Da habe ich mir gedacht, das. Lass ich von wie wo nach wo laufen? Es kommt da an, dann würde ich dorthin gehen und Siren splittern. Wo ist hier der erste von euch? Ist das hier der erste? Nein. Das ist der erste, okay. Ich lasse das hier so rüberlaufen irgendwie. Okay, um den ersten zu setzen, kann ich es auch eben alle setzen. Weil dann ist es ja nur noch anschließen. So. Wenn ich jetzt anfange mit einen rauf, einen runter, ist das doof. Also, bis zur Mitte umdrehen, dann wieder zurück und. Nee, das machen wir nicht. So, jetzt haben wir auch schon wieder das Autosave. Das war dann wieder kurz ab, dieses kleine Autosave. Aber dann hätten wir gleich schon mal. Also, die einen gehen definitiv wieder genau hier rein zurück. Das ist doch schon mal schön. Das kann ich jetzt als nächstes dran machen, während die Teile schon mal. Also, erstmal mache ich die ganzen. Lifte ran. Zumindest schon mal für die Splitterteile.
Dann, wenn ich das habe, gehe ich halt diesen einen Schritt weiter und ziehe mir das Kabel, das Band darüber für den Ausgang von den anderen. Und dann kabel ich das, verdrahte ich das, wie auch immer. In diesem Fall machen wir das auch wieder alles hier drauf. Zack, zack. Da, da. So. Das freut mich so ein bisschen, dass die eine Reihe ein komplettes, geschlossenes System ist. Nein, du bleibst bitte. Ja, dann brauche ich mir keine Gedanken machen, wie verteile ich die jetzt, wie bastel ich die zusammen und. Das funktioniert halt einfach. Den hätten wir gerne. So, da ich das so mache. Alter. Zweimal falsch. Auch schön. Dorthin. Es ist manchmal schön, was das Ding mir für Wege berechnet, um mir damit zu teilen. Das kann ich ja nicht. Ja, das ist super. Wollte ich auch gar nicht. So. Und so. Und dich hätten wir gerne wenigstens bis hier vorne gezogen, nämlich an diese Stelle. So, jetzt habe ich gesagt, mache ich erstmal. Nein. Hierhin. So. Also, die machen wir als erstes fertig. Es geht. Darauf. Darin. Darauf. Dahin. So, und so. Jetzt habe ich gesagt, ich habe hier eine Idee. Die scheitert aber gerade. Nee, warte mal, ich habe gesagt, das kommt von da raus, ne? Dann kann ich das hier nicht so machen, wie ich mir das gedacht habe. Oder? Lass mich mal kurz überlegen. Mein Problem ist gerade die obere Reihe. Weil eigentlich habe ich mir gedacht, ich gehe hier hin. Da ist das, was rauskommt. Das geht dahin. Und dann setze ich mir. Ja, das geht auch so nicht hin. Bis dorthin. Hier den Kollegen. Hier unten bitte. Der feine Herr. Hier. So, hier hin. Und nein, nicht da dran, sondern. Ja, hängt ja da oben dran. Okay, das funktioniert sowieso nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Okay. Da müssen wir anders rangehen. Du, Kollege. Musst dann. Ja, doch eng. Ich brauche das andere, das heißt, ich mache das da. Wir packen dich runter. Nee, wir packen dich nach darüber. Setzen dann.
erst die Teile. Und dann weiß ich, wo ich die Clearance, wie es so schön heißt, habe. Dafür brauche ich aber auch erstmal nur den Kollegen. Da ziehen wir mal eben hier durch. Dann haben wir nämlich den Teil auch schon mal verdrahtet. Das ist doch soweit ganz gut. Du kommst dahin, du kommst dorthin. Du kommst dahin. Da und du. Okay, euch haben wir. Wenn ich jetzt hingehe, den hier runter gehen lasse, dann kann ich den doch von hier aus, oh, den kann ich sogar sehr gut hier langlegen. Nein. Falsche Taste beim Fliegen. So, wir kommen hier hin. Wenn ich dich jetzt hier hinnehme, das ist... Ups. Das hier sieht gerade aus. Das weg. Das weg. Dahin und dahin. Dann geht das wenigstens schön gerade. Und dann kann der hier ich habe gesagt, es geht von vorne rein. Kannst du da lang. Machen wir es hier mittig, dann passt das. Ja, geht ein bisschen da durch. Macht nichts. Gleiche gilt für dich. Du musst dann aber... Jetzt wird's wild. Da nicht. Eins, zwei. Eins. So. Von da aus geht der Kollege da oben rein. Das machen wir jetzt eben fertig. Das heißt, du gehst da hoch. Nein. Du da dran. Du da dran. Das sollte ungefähr passen da unten. Ich kann ihn natürlich auch noch ein bisschen weiter rausziehen. Das geht auch. Ups. Schauen wir mal, wie sieht denn das hier aus? Das ist wieder sehr knapp, das machen wir auch nicht. Wir nehmen dich hier und packen dich hier hin. Und gleichzeitig packen wir dich ein Rüberm ist zu nah dran. Okay, packen wir dich hier hin. Du weg. Du weg. Und ihr zwei weg. Bis dahin. Und du gehst dahin. Okay. Packe ich dich nach unten, damit ich den anderen nach oben laufen lassen kann? Ja, glaube ich schon. Wohin... Ne, wo jetzt was rauskommt, ist eh egal. So, du kommst. Dahin.
ist dann... dahin. Aber einen hoch und rein. So, damit hätten wir das. Jetzt kommt der Spaß. Die Zeit sagt, das schaffen wir sogar heute. Dann hätten wir damit nämlich zwei Sorten fertig gemacht. Das wäre doch super. So, und dann einmal hier hin. Die Runde ziehen wir jetzt auch noch durch. Machen die Bänder dran. Und dann schauen wir uns an, wie zuerst das eine, dann das andere und dann das nächste produziert wird. Was irgendwie total wirr sein wird, weil das eine quasi das gleiche, also das erste, was produziert ist, das gleiche ist wie das letzte, was produziert ist. Nur dass das erste weggeht, um das zweite zu produzieren, damit wir dann das dritte machen können. Nicht wahr? Ihr habt verstanden, was ich meine. Bin mir echt sicher. Einzige, ich werde gleich nochmal los müssen, wie das aussieht. Um mir hier Zeug zu holen. Um die Bänder weiterzuziehen. Und natürlich, so wie ich das hier aufbaue, ist das nicht sonderlich materialschonend. Aber zu dem Bahnhöfchen darüber ist ja Gott sei Dank nicht weit. Das haben wir relativ schnell erledigt. Okay, dahin, da jetzt noch eben die andere Richtung. Dann müssen wir uns nur noch anschauen, wie wir das Zeug von da hinten genau in der richtigen Reihenfolge darüber. So, und den. Damit haben wir das alles soweit fertig. Es kommt da vorne raus. Wird noch nicht runtergebracht und irgendwie einsortiert. Können wir das noch eben machen? Moment. Jetzt gucken wir uns doch kurz. Oh. Das ist natürlich jetzt richtig doof, dass ich das da hingesetzt habe, weswegen ich den hier wegnehme, mir den hier hinsetze und den Kollegen hier hinbaue. Sagen wir hier hinbaue. Dann geht der Spaß nämlich runter und du gehst dort rein. Hier unten setzen wir uns einen Container, für den wir nicht mehr... doch, dafür haben wir das Material. Was, ihr seid schon voll? Okay, die Produktion ist, nennen wir sie flott. Ich brauche drei Rohre. Rohre haben wir da oben. Rohre werden gleich sowieso nochmal ein Thema. Das Schöne ist, ich habe einmal Rohre da oben. So. Und das noch eben fertig. Und dann gucken wir, wie wir das vernünftig weiter. Wir wollen so einen Kollegen haben. Setzen wir dorthin, nehmen uns den Kollegen und sagen unten. Geht's direkt rein? Oh, Wahnsinn. Schön. Das ist fertig. Wie viel haben wir denn? Oh, 104, das ist definitiv zu wenig. Das schaffen wir nicht. Da ist ein Ausgang, den wir nochmal wieder zumachen müssen.
Dann fliegen wir uns noch mal eben das Zeug holen. Und dann ziehen wir da die Bänder. Wie machen wir das denn am besten? Ich habe schon gesagt, jetzt eine Zeug kommt nach oben und andere Zeug nach unten. Oh, nachher habe ich es sogar noch gedreht. Ne? Wunderbar. So, ich glaube, bei dir war eine ganze Menge davon. Fertig. Aber die und die packen wir weg, weil ich brauche noch Stangen und Platten. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Beton haben wir genug. Habe ich hier noch irgendwo mehr? Normale, einfache Platten. Nein. 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 Keine Stange. Ach, das muss von oben. Okay. Dann gucken wir hier weiter. Da ist gar nichts drin. Da auch nicht, da auch nicht. Weil ich ja so gebaut habe, dass erst hinten alles voll wird. Da auch. Dich nehme ich mit. Und. Ah, das reicht erstmal. So viel bräuchte ich jetzt auch nicht. Die brauchen wir noch. Die nehmen wir auch noch mit. Macht ihr da einen Krach? Das fällt mir erst jetzt auf, dass ich das noch anhabe. So, das heißt, jetzt können wir darüber gehen. Da ist alles schon wieder. Das ist unfassbar, wie schnell der den jetzt vollgekriegt hat. Also damit habe ich echt nicht gerechnet. Hier rein. Aber was soll's. So, wir haben gesagt, wir möchten gerne das Zeug dort. Das wird jetzt. Eieieiei, wie machen wir das? Zack, zack. So, einmal. Wenn ich jetzt noch zwei vorgehe und da einen hinsetze, dann habe ich die relativ zügig ziemlich genau übereinander. Denn der geht dahin, der geht dahin und den kann ich mir oben direkt wegziehen. Wunderbar. Jetzt machen wir das Ganze nur mit denen erstmal und ziehen sie bis vorne hin. Ja, machen wir hier einen dazwischen. Das ist jetzt nichts Abgezähltes. Wie sieht das hier aus? Da gehen wir jetzt. Ja, bis hier hin, würde ich sagen. Schnappen uns den, gehen darüber. Das Ganze machen wir auch schön zwei hoch. Dann haben wir jetzt hier vorne auch nicht die Probleme, die ich befürchte, dass man sie haben würde, wenn ich das nicht täte. Wir ziehen uns das hier nochmal hin. Zimmern uns den Spaß. Hier hin. Und natürlich, jetzt kommen wir hier an. Hätten wir den ganzen Spaß gerne. Da ist das. 1, 2. So. Der Kollege geht. Nee, bitte oben rein. Oben. Oben, danke. Du, Kollege, gehst hier hin. Und zwar genau hier zwischen. Und dann geht das Ganze alles eine Etage auf. Dahin. Dahin. Das geht. Nein. Nee. So rum. So rum. Jetzt haben wir nur noch das Stückchen bis da vorne. Und dann dürfte der Spaß auch schön langsam anlaufen.
Dann können wir nicht auf unserer Liste schon mal zwei Sachen streichen. Das finde ich super. Sofern ich denn jetzt alles richtig gemacht habe. Das läuft da rein. In den Apparillo. Das funktioniert. Der macht Nobelisten. Die gehen hier vorne raus und kommen hier wieder bei den Kollegen rein. Moment. Muss da ja anfangen. Dann braucht 7,5 pro Minute, genau. Und da kriegen wir die Splitter-Nobelisten. Genau, die Splitter-Nobelisten. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ich habe tatsächlich das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin ein bisschen stolz. Nicht viel, aber ein bisschen. Die laufen hier natürlich langsam, also sehr, sehr langsam voll. Das ist mir klar, weil das muss ja alles erst hier produziert werden, was auch selber erst voll laufen muss. Aber von den Produktionsraten her sollte das passen, dass die hier am Ende zu 100% laufen. Ich meine, da haben wir schon genug drin von allem. Ey, mega. So. Und während das hier voll läuft, langsam, aber sicher, fängt es da drüben auch langsam an, aber sicher. Das heißt, hier drin haben wir Nobelisten. Ich weiß, dass da vorne noch ein paar Steinchen sind. Ich weiß, dass da noch... Okay, Leute. So viel Zeit müssen wir uns jetzt noch nehmen. Ich hole mir schon mal einen Nobelisten in die Hand. Denn... Ein bisschen weiter müssen wir noch. Und... Das ist weg. Oh, der war schlecht. Ja. Weiter. Den kleinen lasse ich erstmal. Das ist ein Andenken. Da ist doch sonst nichts. Wir hatten doch da vorne noch einen. Irgendwo da vorne war noch so ein Durchgang. Ich weiß. Da. Okay, kriege ich das von... Das ist noch Uran. Kriege ich das von hier geworfen? Wir werfen mal. Ich behaupte mal nein. Das kriege ich von hier nicht geworfen. Schade. Aber da haben wir noch einen Weg zum Aufmachen. Wunderbar. Ja, das hat ja gut funktioniert. Jetzt muss ich nur noch die Splitterdinger... Oder muss ich... Das muss ich mir einen holen. Einen so einen Splitterdinger muss ich mir holen. Und da muss ich auch noch mal... Also bin ich, du bist voll damit. Nee. Weil du erst noch Splitterdinger machst. Da liegen Splitterdinger. Du hast keine Splitterdinger drin. Du hast keine Splitterdinger drin. Das Band ist... falsch. Ich wollte gerne... Nicht genug Platz für Splitterdinger. Was kann weg... Kommt, die werden gerade massenhaft gemacht. Ich will Splitterdinger. Die möchte ich mir jetzt wenigstens noch angucken, wie sie funktionieren. So, dich brauchen wir nicht. Bringen wir mal dahin. Da vorne können wir. Mal gucken, wie weit wir geworfen haben. Bei weitem nicht weit genug. Aber. Das kriegen wir noch hin. Komm. Oh, schade. Ich habe das Zeug nicht weggemacht, aber. Ah, da ist noch so ein. Schön, dass du das gefunden hast. Wunderbar.
So, das heißt, wir haben die nächste Sorte Munition fertig. Ich muss mir hier noch was einfallen lassen, wie ich die wunderbar runterbringe. Das ist doch hier, ne? Hier. Komm. Da kommt noch der Kollege hin. Er geht runter. Fertig. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Ein Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut, Käffchen.